Er wird doch wohl nicht zu spät kommen. Im Kinderfernsehen beginnt gleich das nächste Highlight. Und jetzt kommt der Song, den nicht nur jedes Kind kannte. Den kannten alle. Die ganze halbe Nation. Ich weiß schon Bescheid. Ich komme aus dem Märchenland, schnippeldi, schnappeldi, scher, bin allen Kindern wohl bekannt und reise weit umher. Die schönsten Märchen kenne ich und alle Kinder freuen sich, schnippeldi, schnappeldi, scher, auf Meisternadelöhr. Dieses Lied war der Auftakt für eine der spektakulärsten Wochenendveranstaltungen im Kinderfernsehen. Und der jetzt kommt, der war bald der Liebling aller Kinder. Verstehe ich überhaupt nicht. Ach, Plitsch, Plitsch, das lasse ich mir nicht gefallen vom Meister Nadelöhr. So, bloß weil ich heute Mittag nicht aufgegessen habe, kriege ich jetzt keinen Pudding zu essen. Ach, wo gibt's denn sowas? Ach. Ihr guckt ja auch schon wieder. Ach, aha, wisst ihr was? Macht mal schnell die Augen zu. Ja, macht sie mal ganz fest zu. Ihr sollt die Augen zumachen, Plitsch, Platsch. Und dass mir keiner schummelt. Na? Hauruck, hauruck, ach, so. Hauruck, Plitsch, Platsch. So, nun könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Jetzt hab ich dem Meister Nadel aber einen Streich gespielt. Naja, warum gibt er mir keinen Pudding zu essen? Das runde Ding ist ein Kobold und hatte nur Unsinn im Sinn. Ach, mein armes Schnattchen ärgern und so. Naja, wer so frech war wie Pittiplatsch, der kriegte selbst im Märchenland Probleme mit seinen Nachbarn. Ja. Also, Pittiplatsch, was hast du wieder angestellt? Ach, ich wollte ja nur mal Radio spielen. Na und? Ja, ich kann es viel lauter als Meister Nadelöhr. Alle Leute haben es gehört. Woher weißt du denn das? Na, Platsch, Quatsch, weil sie von allen Seiten an die Wände gedonnert haben. Ah, und darüber hat sich Meister Nadelöhr geärgert. Nee, über die Leute doch nicht. Über das Radio. Hast du es kaputt gemacht? Nein, aber es wollte nicht wieder aufhören. Ich habe überall gedreht und gedrückt, bis es nur noch ganz laut gefiept hat. Aber wie? Ach, und dann ist es mir auf die Nerven gefallen. Warum hast du denn nicht Meister Nadelöhr gerufen? Er kam ja von ganz allein angerannt. Platsch, Quatsch, den hätten Sie mal sehen sollen, wie wütend er war. Ach, Sie wären ganz bestimmt auch ausgerissen. Jetzt verstehe ich, Pitti Platsch. Du traust dich nicht mehr nach Hause. Nö, jetzt ist mir schlecht und deshalb müssen Sie mir eine Krankheit verschreiben, ja? Nein, das hast du dir sehr fein, aber leider falsch ausgedacht. Soll ich mich vielleicht ausschimpfen lassen? Es bleibt dir nichts anderes übrig. Wieso? Ihr wisst ja, habt ihr Kummer, habt ihr Sorgen, schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktor Pille mit der klugen, großen Brille. Dieser grässliche Kobold hockte in fast jedem Kinderzimmer als Kuscheltier rum. Und wer kuschelt mit mir? Naja, wechseln wir das Thema. Herr Fuchs hat vorgesorgt, denkt er. Und nun zur Waldquelle. Ich brauche eine Erfrischung. Bleibt mir ja brav in eurem Versteck, meine Äpfelchen. Der Onkel Fuchs kommt gleich wieder und holt euch ab. Pitti und Schnattchen ermitteln schon in dieser Angelegenheit. Und die neugierige Elster? Das ist ja entzückend. Das sind ja wundervolle Winteräpfel. Und so eine Menge. Die kann ich ja gar nicht allein essen. Aber hier lassen wir dich keinen. Nein, das kommt nicht in Frage. Die Ereignisse überschlagen sich. 1, 2, 3. Wer hat den Korb? Aha, das kann nur einer gewesen sein. Herr Fuchs natürlich. Jawohl, der ist schuld. Der hat mir die Äpfel vor dem Schnabel wegstibitzt. Na warte, mein Lieber, der Fall ist noch nicht erledigt. So wahr ich die Frau Elster bin, so etwas Unerhörtes. Da sind Pitti und Schnattchen anderer Meinung. Aber leider haben sie ihre Rechnung ohne den Fuchs gemacht. Ihr seid verhaftet. Was?
Na, vorwärts. Ich habe ein feines Zimmer für euch. Du Hühnchen, wein doch nicht. Wir kommen ja schon wieder raus. Kommt heraus, meine Gute. Aber wir können ja nicht. Die liebe Frau Elste befreit euch doch. Oh, nein. Oh, danke schön. Danke schön. Bitte schön. Und die Äpfel sind auch noch da. Ja. Also genug jetzt. Also bilden sich gar nichts ein. Verlassen Sie sofort diesen Platz hier. Oh, Sie sind durchschaut. Jawohl, Sie sind durchschaut. Ich gehe schon. Aber ich werde allen erzählen, wer Sie sind. Na, vielleicht Sie sind ein Apfeldieb. Jawohl, ein Apfeldieb, sagte ich. So verschwinden Sie doch endlich, Frau Elster. Nein, das ist unmöglich. Ist das. Der Kuckuck soll Sie holen. Jawohl. Oh, das fehlte noch. Diebe im Märchenwald. Ein Glück, dass dort alle Geschichten ein gutes Ende finden. Genau der richtige Moment für ein fröhliches Liedchen. Rumstil, Wumstil, Fiedelbogen, bald da wird durchs Dorf gezogen, bald da wird Krawall gemacht, heißer, bald ist Faselnacht. Rumstil, Wumstil, Fiedelbogen, bald da wird durchs Dorf gezogen, bald da wird Krawall gemacht, heißer, bald ist Faselnacht. Die Schneiderstube war höchstwahrscheinlich das Zentrum des Märchenwaldes. Aber wenn man wirklich wissen wollte, wie das mit dem Märchenwald war, dann musste man sich an die anderen Bewohner halten, Mauz, Hoppel, Borstel und so. Hm? Ach, der Märchenwald? Oh, der ist so groß, der hört überhaupt nicht auf. Was denn? Überhaupt nicht auf? Oh. Tja, das kann ich mir aber gar nicht denken. Ich auch nicht. Es hört doch alles irgendwo auf. Ja, naja. Ja, die Wiese ist nämlich am Waldrand zu Ende. Und der große Teich, der reicht nur von einem Ufer zum anderen. Und der Weg hört an unserem Haus auf. Ja, aber der Märchenwald, der hat kein Ende. Woher weißt du denn das, Bummel? Naja, das hat mir der Onkel Uhu erzählt. Und der weiß alles. Ja, das stimmt. In der Weihnachtszeit war es vor dem Fernseher mal besonders gemütlich und der Märchenwald hatte traumhafte Einschaltquoten. Schlittenfahrt zur Weihnachtszeit durch den Winterwald. Hört von weitem unseren Gruß, wie er zu euch schallt. Hört von weitem unseren Gruß, wie er zu euch schallt. Mauz und Hoppel, Putzi und auch Wolfgangchen, Fuchs und Elster fahren durch den Wald und wünschen allen Kindern. Wünschen allen Kindern frohe Weihnachten. Ja, zur Weihnachtszeit vertragen sich komischerweise auch alle, die sich sonst nie riechen können. Das ist im Märchenwald wie im richtigen Leben, naja. Ihr kennt das ja. Los, Hoppel, springen und nun Radau machen, großen Radau. Ja, los. Das kann doch nicht wahr sein. Zur Weihnachtszeit in unserem Wald solch ein Radau. Huhu. Onkel So ein paar Oberschlaue wie den Uhu gab's im Märchenwald an jeder Ecke. Da konnte man ordentlich was fürs Leben lernen. Hier ist wieder euer Oller Kapitän Hein Pöttgen. Und jetzt will uns Hein Pöttgen zeigen, wie man ordnungsgemäß Krokodile fängt. Seemannsgarn. Wir brauchen also erstens dazu ein Telefonbuch. Zweitens unser Fernrohr. Drittens eine Streichholzschachtel. Und viertens eine Pinzette. Seemannsgarn. Psst. Hier im Nil gibt es so manches Krokodil. Ihr müsst jetzt schön still und leise sein, wenn ich in meinem Telefonbuch lese. Habt ihr schon mal in einem Telefonbuch gelesen? Also dann lest mal in einem Telefonbuch. Psst. Merkt ihr was? Glattweg alles, was es auf der Erde gibt, ist neugierig. So ein Krokodil ist das auch. Wenn das erstmal im Telefonbuch liest, dann fängt es genauso an zu schlafen wie wir. Siehst du? Und jetzt sitzt du schon so halb in der Klemme, du schnarchende Großklappe, du. Ahoi, flüstern wir jetzt. Nimm unser Fernrohr zur Hand und richten es verkehrt rum auf das Krokodil.
So klein, wie es jetzt hier im Fernglas aussieht, ist die Sache schon halb erledigt. Damit es nun nicht beißen kann, greifen wir mit der Pinzette das klitzekleine Krokodil. Und dann legen wir es sorgfältig in die Streichholzschachtel. So einfach war das. Fernsehen war damals zwar nur schwarz-weiß, aber total lehrreich. Stimmt's, Struppi? Flachs und Krümel, die beiden, erzählen euch genau, was sie alles erlebten. Stimmt es, Struppi? Hä? Ob es stimmt? Ach so. Dieses Gespenst ist natürlich gar kein Gespenst. Aber das soll eigentlich keiner wissen. Schon kommt Krümel, das neugierige Ding, und aus ist es mit dem Geheimnis. Mit der Oma gibt es auch meistens Stress. Oh, 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 ja. Oma, böse. Was? Och, ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Oma ist böse auf Flachs oder so irgendetwas? Oh, Struppi, heute geht auch alles schief. Immer mischt sich Struppi die alte Petze ein und bringt alles durcheinander. Manu, wo ist denn mein Kostüm hin? Wo ist denn mein Kostüm? Ich hatte es doch hier versteckt. Armer Flachs latscht mal wieder ahnungslos in alle Fettnäpfchen. Kennst du das? Das? Ja, das ist mein Gespensterkostüm. Dein Gespensterkostüm. Und ich dachte, es wäre ein Bettbezug von mir. Hier, ich habe sogar meinen eingestickten Namen entdeckt. Allerdings waren da noch keine Löcher hineingeschnitten. Struppi hat mir vorhin mein Betttuch wieder zurückgebracht. Was sagst du dazu? Oh, Oma, ja, weißt du, ich wollte doch einen alten Bettbezug von dir haben, nicht? Ja, und da bist du einfach an meinen Wäscheschrank gegangen und hast dir, ohne mich zu fragen, einen Bettbezug herausgezogen. Du dachtest wohl, ich merke das nicht, hm? Oma! Na, so hat sich Flachs das bestimmt nicht gedacht. Aber wir sind ja zu Besuch im Märchenland und da gibt es natürlich Rettung. Du, Flachs, nächsten Monat hat Oma Geburtstag. Wir schenken ihr einen neuen Bettbezug. Ich gebe dir mein ganzes Geld aus meiner Sparbüchse dazu. Eins muss ja mal gesagt werden. Das Fernsehen von damals war das Allerbeste für alle Vögel, die fliegen konnten. Überall Lande. Plätze. Doch manchmal wurde es echt eng auf den Dächern. Aber was soll's, ohne Antenne kein Fernsehen und ohne Fernseher konnte man nicht mitreden. Fernbedienung war auch nicht. Zum Umschalten musste man aufstehen und am Knöpfchen drehen, eigenhändig sozusagen. Allerdings war erstmal noch nicht viel mit Umschalten, denn es gab nur wenige Programme. Kein Gezapper wie heute. Tja, und wie gesagt, nix mit Farbe. Die Kameras konnten nur Schwarz-Weiß-Bilder aufnehmen. Doch das Kinderprogramm war echt spitze. Da gab's coole Tipps für den Umgang mit Eltern und anderen Erwachsenen. Was meint ihr, Kinder? Soll ich diese kleine Gesellschaft alleine reisen lassen? Wer weiß, was der Pitti wieder für Dummheiten machen wird. Ja, denkst du, Pitti Platsch, der Liebe, ist bestimmt ganz brav. Oberbrav. Ja, bestimmt. Ja, und der funkt dir auch immer alles, was los ist. Ja. Naja, also, ich muss mir das doch trotzdem noch einmal richtig überlegen. Und während Meister Nadeljo noch nachdenkt, haben die drei ihren Rucksack schon gepackt. Na, das kennt man ja. Taktik, Überrumpelung. Da sind die drei sich ja einig. Tja, nun sagt mal, hab ich etwa ja gesagt? Nee, aber das kannst du ja schnell noch sagen. Och, Meister Nadeljo, nun sag doch schon ja. Du kannst uns ja alle der Reihe nach mal besuchen dann. Ja, besuchen. Also, naja, ich weiß nicht, Pitti. Naja, wenn du meinst... Auf Wiedersehen, winke, winke und frohe Ferien. Verreisen war überhaupt ein beliebtes Thema. Alle wollten irgendwie irgendwo hinreisen. In Puppenstadt gab es dafür einen wundervollen Bahnhof. Und natürlich super tolle Puppen. Fährt man mit der Eisenbahn, muss man einen Schaffner haben. Wenn man eingestiegen ist, zeigt
weiß er, dass jetzt Abfahrt ist. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Dann ist das denn die Möglichkeit? Wie kommen Sie denn hierher? Tja, ich wollte meinen Onkel besuchen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Aber Neufundland, da habe ich ihn gefunden. Tatsächlich. So ist es. Jeder kennt des Schaffners Kelle, damit ist er stets zur Stelle. Und bei Kälte oder Hitze trägt er seine rote Mütze. Ich will Schaffner sein! Recht schöne Grüße soll ich bestellen von Oma und Opa. Mhm. Und einen ganzen großen Koffer voller Kuchen haben sie mir mitgegeben. Pünktlich 16 Uhr und 10 soll der Zug nach Bumswitz gehen. Aber leider gibt's noch heute sehr viel unpünktliche Leute. Sind Sie auch in Thüringen gewesen? Nein, an der Ostsee. Ja, dort sind die Berge nicht so hoch. Aber dafür gibt es sehr viel Wasser. Sogar gesalzen. Wir haben eine Eisenbahn und die kann richtig fahren. Überall, wohin wir wollen und wo wir noch nicht waren. Wo der Zug auch hält, auf der Welt, da kann man sehen, es ist überall extra schön. Und wer sich für Puppen zu groß fühlte, der ging spielen und kam erst wieder an die Flimmerkiste, also zu gut Deutsch Fernsehapparat, wenn dieses Lied erklang. Professor Flimmrich zeigt und erzählt, dass das Groß und Klein gefällt. Was gibt es heute bei ihm zu sehen? Werden interessante Gäste vorgestellt. Was gibt es heute bei ihm zu sehen? Zeigen Pioniere was aus ihrer Welt. Was gibt es heute bei ihm zu sehen? Ist der Professor vielleicht auf Reisen? Was gibt es heute bei ihm zu sehen? Einen Film hat er bestimmt zu zeigen. Liebe Freunde, kommt, es ist soweit. Die Flimmerkiste steht bereit. Guten Tag, liebe Mädel und Jo. Gäste, Pioniere, Reisen. Och, das Beste bei Professor Flimmrich waren immer die Filme. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Heiße Spuren mit Lutz und seinem Superspürhund. Mach endlich was. Pingus! Wo rennst du denn hin? Komm her! Hier doch nicht! Lutz zieht das Verbrechen magisch an. Er kann gehen, wohin er will. Schwupps ist er in einen Kriminalfall verwickelt. Der herbeigerufene Kommissar steht ganz schön dumm da. Entschuldigen Sie, dass wir hier so eindringen, aber es schien uns, als hätte jemand gerufen. Aber das kann Lutz nicht davon abhalten, weiterhin auf eigene Faust zu ermitteln. Das Unrecht lauert immer und überall. Zum Glück hat er bald eine clevere Assistentin engagiert. Die Spannung steigt. Aber der Alltag eines Kriminalisten ist nun mal warten. Warten. Oh, was war das? Umsingel. Du da lang. Aua! Bist du verrückt? Da siehst du mal, wie man es mit Angreifern macht. Das war Judo. Morgen.
Und schon wartet der nächste Fall. Ein Dieb in der Laubenkolonie. Doch obwohl die Spur passt, der Lehrer war es nicht. Lehrer sind die Guten. Hoffentlich ist das nicht wieder so ein Reinfall. Trotz aller Rückschläge ermittelt Hilfskommissar Lutz weiter. Mann! Langhaarige Motorradbastler sind immer höchst verdächtig. Du bleibst im Hintergrund und behältst die Straße im Auge. Wollen wir nicht lieber deinen Vater holen? Mensch, jetzt brauchen wir Beweise. Wenn wir das Kofferradio haben, können wir nichts mehr abstreiten. Die Spannung steigt. Los. Sag mal, haben wir uns nicht schon irgendwo gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Na, dann war es wohl eine Verwechslung. Mensch, das ist der Knirps mit dem Köter. Wenn der uns erkennt, sind wir geliefert. So, da wäre die Heule. Na, was denn? Gefällt sie dir nicht? Ist doch kein Stern. Wie kommst du auf Stern? Ich dachte, ich wollte... Na, nun mal raus mit der Sprache. Puh, na los. Das war knapp. Lutz hat einen neuen Fall geklärt. Im Heimbetrieb hat er den Täter überführt. Ist es denn auch der Richtige? Na, dann ist ja alles gut. Er sagt es, aber egal ob Krimi oder nicht, ein Blick in die alten Filmbüchsen lohnt sich immer. Ha, da seht ihr mal das Outfit eurer Eltern in jungen Jahren. Zöpfe, Lederhose, Igelschnitt. Nur leider erkennt man nicht die Modefarben der Saison. Zum Glück wurde bald das Farbfernsehen erfunden und das ganze Kinderprogramm wurde bunt. Da erschienen viele neue Stars und Sternchen auf der Mattscheibe. Einige von denen kennt ihr ja sicherlich auch. Aber das Allerschönste am Farbfernsehen war, ich konnte endlich meinen Lieblingsfilm in Farbe erleben. Vor langer, langer Zeit nutzte dieses Gangsterpärchen jede Gelegenheit, um an das Geld seiner lieben Mitmenschen zu kommen. Der Fluch der bösen Tat folgte prompt. Die bösen Taten zahlt ihr teuer, so fahrt dahin mit Rauch und Feuer. Ehe nicht 200 Jahre schwinden, sollt keine Ruhe im Grab ihr finden. Erlösung kann euch nur geraten, verbringt ihr 7 gute Taten. In solch seltsamer Höhle haben wir noch nie gespukt. Unsere 200 Jahre sind um. Jetzt sind die beiden in einem turbulenten Hochhaus gelandet. Da ist es gar nicht so einfach, 7 gute Taten zu vollbringen. Was sind das bloß für faule Früchtchen? Doch um die Jugend zum Guten zu bekehren, gehen sie durch jede Wand. Schafft mir das schmutzige Geschirr vom Hals! Mit ihr blödes Lachen können wir uns keine Bange machen. Was? Naja, also, ist bloß ein Vorschlag. Sie hauen wieder ab und wir machen ganz schnell den Abwasch. Molan, Knabe. Die 4. gute Tat. Tja, das waren Abenteuer und viele, viele folgten. Ach, du dicker Schnabel, jetzt ist die Zeit schon wieder rum und wir haben noch gar nicht alles gesehen. Naja, ich zeig euch jetzt noch die schönsten Tschüss-Sager des Kinderfernsehens von damals. Ja. Verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Euer Professor Flimmerich. Auf Wiedersehen, winke, winke. Also tschüss, Meister Nadelöhr. Meister Nadelöhr, ich möchte jetzt auch gehen. Ja? Auf Wiedersehen. Ich sage auch ganz, ganz herzlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.